Werden aber gleich einen Blick auf die Endresultate werfen, sobald sie uns vorliegen. Hier schon mal der Hinweis auf die nächsten Spiele unserer Mannschaft. Da geht es zunächst. Ja, erster Spieltag in der Regionalliga. Rot-Weiß kassiert gegen den FC Astoria Waldorf eine deutliche Niederlage mit 1:4 bei mir jetzt. Co-Trainer Dominik Schmidt. Domme, ein Wort von dir von der Bank aus. Wie hast du das Spiel gesehen? Verdiente Niederlage oder war ein bisschen mehr drin? Ja, es war auf jeden Fall mehr drin. Ich meine, wer das Spiel gesehen hat, wir waren 70 Minuten sehr gut im Spiel, machen dann das 1:1. Natürlich gab es in den 70 Minuten immer Phasen, wo Waldorf dann am Drücker war. Wir waren aber die ersten 10 Minuten beispielsweise auch klar besser im Spiel. Dann machst du das 1:1 und denkst eigentlich, okay, jetzt kommt noch mal so eine zweite Luft, Motivation, Selbstvertrauen. Und dann kriegst du, ich glaube, keine 60 Sekunden später so ein dummes 2:1. Ja, dann gehen die Köpfe irgendwo runter, kriegst das 3:1 und das 4:1 ist dann natürlich eine deutlich zu hohe Niederlage. Das ist überhaupt nicht unserer Leistung entsprechend. Ja, man hat gesehen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, aber man hat auch schon sehr, sehr viele gute Ansätze gesehen. Man sieht aber auch, dass wirklich jeder kleine Fehler direkt bestraft wird und nicht mal diesmal fallen direkt die Tore nach den einfachen Fehlern. Ja, so ist es. Ne? Das haben wir vor der Saison schon gepredigt. Das war damals auch so, als wir in die Oberliga aufgestiegen sind. Fehler werden einfach eiskalt bestraft und gerade wieder individuelle Fehler, die wir heute auch hatten. 2:1 Kommunikation, das 3:1 können wir auch besser verteidigen und ja, beim 4:1 ist es auch ein individueller Fehler, das sind 3 Tore. Die müssen wir abstellen, das darf uns nicht passieren, weil das wird in der Liga einfach knallhart bestraft. Aber es ist noch lange kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Das war jetzt natürlich eine bittere Auftaktniederlage. Aber nächste Woche geht das Spiel wieder von vorne los. Und was man
aus der Erfahrung jetzt mitnehmen kann, es wird nicht leichter werden. Genau, es wird nicht leichter werden und wenn man das Ergebnis jetzt mal weglässt, da muss man sagen, wir haben ganz im Gegenteil gesehen, dass wir 70 Minuten da schon gut mithalten konnten. Ich denke mal, da haben wir uns auch größtenteils neutralisiert. Da muss uns gar nicht bange sein, deswegen muss man eigentlich auch eher Mut aus der Leistung heute schöpfen und das Ergebnis mal ausblenden und dann werden wir uns Stück für Stück verbessern. Was gilt es jetzt in der Trainingswoche besonders nochmal umzusetzen, nochmal die Abstimmung oder woran liegt es nochmal genau? Klar, dass die Prozesse jetzt noch nicht so laufen wie am Ende der letzten Saison, ist natürlich klar. Wir haben viele neue Spieler, da ist noch viel Feintuning möglich und auch notwendig. Und wir haben heute auch von außen viel gesehen, was wir uns merken müssen, woran wir arbeiten müssen. Und daran werden wir jetzt ansetzen und dann das auf den Gegner abstimmen. Alles klar, Dankeschön. Bitte.